Om Namah Shivaya. Daikomiu, Daikomiu, Daikomiu. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Namah Shivaya. Mutter, Vater, Sohn, Schöpfer Gott, dein Wille geschehe. Daikomiu. Heilung, Heilung, Heilung. Om Shanti, Gottes Frieden, Gottes Frieden, Gottes Frieden. Om Namah Shivaya. Daikomiu, Daikomiu, Daikomiu. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Von der Kraft des Lichts, von der Sonne durchstrahlt, bist du in dir erwacht. Vater und Mutter sind nun in dir vereint, und du bist die Kraft, die erschafft. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Atumba Atasha Atem. Die Erde grüßt euch. Otoshima Akakenamo Eletana. Pokomo Elekena Poete. Napushuno Matkena Olato Napaena Tokwama. Alome Otishinapa Ono Alamane. Kipono Tishi. Ayanaka Otushinet. Die große Energie, der große Wandel steht unserer Menschheit, den Tieren, den Pflanzen bevor. Es ist die Kraft des Schöpfers, der dadurch seinen Ausdruck findet im Sein, in der Erkenntnis, dass wir alle eins sind, dass das, was geschehen wird, aus dem einen kommt, aus der Quelle des Lichts, des Göttlichen. Hotoshikramate. O Hanatikaya tu koetamato. Alatvikikena tishanata. Matni koetala. Ayamaetu no koete. Es ist eine besondere Energie, die uns gerade in dieser Zeit zuteil wird. Es ist eine Energie, die wachsen lässt, die gedeihen lässt, jedoch auch eine Energie, die zerstörerisch ist. Zerstörerisch insofern, dass das, was nicht im Ganzen war oder nicht der Einheit gefolgt ist, sich auflöst. Dieses Auflösen ist etwas Besonderes. Die einen mögen es als sehr hart empfinden, für die meisten ist es jedoch ein Übergang in die weibliche Energie, in die Energie des Lichtes. Osho lapakikanata kakomate halumata kaetahanata naka Oyemokikeno Ohoshonapaka Lamarkikinete Keheno Poete Titishinapo Napikinemotehinopoeletikapata. Also es sind Konstellationen, die Energien, die sehr schnell lebendig sind und sehr viel Veränderung mit sich bringen. Diese Energien, die ständig wechselnd sind, auf vielerlei Hinsicht durch die Menschen gedrungen ist, durch die ganze Pflanzen- und Tierwelt. Es sind Energien,
die besonders danach streben, die Vereinigung im Ganzen zu finden. Heute kirke kennete die Dikana oele Dikana tutete weiter. Also nicht, dass wir meinen, es wäre etwas getrennt. Jedoch, das Ganze ist noch nicht vollkommen, denn die Bewusstseinsebenen, in denen wir leben, die haben es getrennt. Ein wesentlicher Teil der Menschheit ist jetzt im Begriff, diese Wandlung bewusst zu vollziehen, und der andere Teil schläft noch. Jedoch dieses Schlafen währt nicht lange. Es ist von kurzer Dauer, denn es vergingen viele Äonen von Jahren bis zu diesem Zeitpunkt, wo eine Wende wieder stattfinden konnte, ein Bewusstseinswandel stattfinden konnte. Und es ist eine sehr intensive Zeit, die dieses Bewusstsein Entschuldigung, hervorgerufen hat, hervorgebracht hat. Also es waren mehrere Mächte am Spiel. Es waren mehrere Energien vorhanden auf dieser Erde, die jetzt ihre Zeit kommen sehen, dass sie die Existenz verlieren, denn diese Energie, die jetzt für uns Menschen da ist, lässt dieses nicht mehr zu in dem Umfang. In dem sich die menschlichen Bewusstseine befinden. Und das ist für viele hart, das, was sie glaubten zu sein, aufgeben zu müssen. Heute die Schinapo erinnert, die Kikene patate kanato kaete. Heute die Schinapo. Und das sind teilweise Energien des Bewusstseins gewesen, die dazu geführt haben, dass sich die dualen Schichten erfahren konnten. Und dass neue, dass höhere Energien dieses nicht mehr erforderlich machen, sich in einer Dualitätswelt zu erfahren. Es ist der Sprung des gesamten, der gesamten Menschheit, der gesamten Tier- und Pflanzenwelt. Die diese Energien hervorrufen und wo viele Menschen ihr Bewusstsein verlieren werden. Also sie sagt nicht, dass sie ohnmächtig werden, so jedoch sie werden ihr Anerzogenes verlieren. Und dabei bedarf es keinen, der irgendwas erlernen oder aufschreiben müsste oder lesen müsste. Denn das, was geschieht, ist die Kraft des All-Eins, das jetzt in die Menschen wie ein Schwamm aufgesogen wird. Und die, die viel im Verstand waren, die verstehen die Welt nicht mehr. Und viele wollen auch dieses nicht mehr verstehen wollen und werden deswegen auch nicht mehr existent sein auf dieser Erde.
Und dazu bedarf es keiner Macht von außen, also menschlichen Macht von außen, um dieses bewusst zu machen. Dazu bedarf es keiner Lehrer oder Gelehrten, den Menschen es beizubringen, denn es ist in ihnen dieses Otitia Allah Okoken, dieses kann kein Lehrer lehren, den Menschen, sagt sie. Das Otiti Akikena Totoe Telte, es war schon lange in dir, so wie das Blut in deinen Adern kreist und deine Gedanken und deine Gefühlswelt für dich normal sind. So wird das, was in dir schon lang also steckt, entfacht wie ein Feuer, wie ein großes Feuer. Und manche meinen innerlich zu verbrennen. Und fast am Wahnsinn zu grenzen, also wahnsinnig zu werden, in einer Art und Weise, die sie selber nicht mehr verstehen können, warum sie so handeln und was dieses ausgelöst hat. Und viele, sagt sie, haben Hinweise bekommen, sich anzupassen. Und durch viele Eindrücke in ihr Leben, durch viele Situationen in ihrem Leben, wurden sie darauf hingewiesen, dass dieser Wandel auch für sie gilt, und sie haben also da nicht zugestimmt. Also das sind starke Erkrankungen oder teilweise Einschnitte in ihrem Leben, die sie sich nicht erklären können. Jedoch es waren immer Hinweise. Also in die Stille oder in die Ruhe zu gehen, das ist für viele nicht möglich. Und daran werden sie kaputt gehen. Manche sind übermäßig gefüllt worden mit Informationen und haben sich vollgefressen mit diesen Informationen, jedoch sie haben sie nicht umgesetzt. Also haben sie einfach negiert, abgelehnt und gesagt, das zählt für mich nicht. Das mag jemand anders sein, dem diese, sie haben es halt als Schicksal gesehen, dass sie krank geworden sind oder dass sie zur Ruhe gestellt worden sind, jedoch sind nicht in die Tiefe gegangen, was für eine Bedeutung es für sie hat. Und manche wurden sogar weggesperrt, eingesperrt und sitzen in ihrem eigenen Gefängnis drin und haben keine Möglichkeit mehr Zugang zu sich selbst zu bekommen. Also es waren eigentlich Menschen, die zur Bewusstwerdung beigetragen haben, aber nicht selbstbewusst geworden sind oder nicht bewusst werden können, da sie zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und sie sind zu Seminaren gegangen und Workshops und haben künstlich Ruhe hergestellt, manche, und dabei auch nichts gelernt. Also sie sind
Placebos, sie sind nichts, sie haben nichts angenommen, sie können auch nichts annehmen, denn sie sind zu voll von anderen Dingen. Und für viele war es ein Modetrend, zum Meditieren zu gehen oder in einen Workshop zu gehen. Und sie haben sehr viel dafür bezahlt, um Bewusstsein anzusammeln, jedoch sie haben es nie umgesetzt, aus Gründen, die sie immer wieder gesagt haben, jetzt ist noch nicht Zeit dazu. Jedoch, die Mutter hat euch Menschenkinder die Zeit gegeben. Jedoch, es ist auch eine Vereinbarung, dass manche Menschen auf diese Erde gekommen sind, nur um eine Bewusstseinsdualität zu schaffen, um zu wachsen. Und die meisten Menschen waren in Bewusstseinsebenen oder sind in Bewusstseinsebenen, die ihnen nicht gut tun und die ihnen jedoch nicht bewusst waren oder sind. Denn sie haben Profit daraus geschlagen und sind einen anderen Weg gegangen als den, der für sie gedacht war. Und das war der Weg der Dualität, wo sie wählen konnten, welche Rolle sie denn spielen auf dieser Erde und welche Aufgaben sie übernehmen. Und jetzt schauen sie mit ganz großen Augen, wenn sich etwas verändert, und diese Veränderung wird sehr rasch sein und das können viele nicht verkraften. Die den Verstand über das gestellt haben, was ist, und dieses Überstellen, das hat sie blind gemacht. In ihrem Ego-Bewusstsein wurden sie gestärkt, dadurch, dass sie materielle Dinge empfangen haben für das, was ihr Ego hervorgebracht hat. Und sie erkennen jetzt, dass ihre Ära vorbeigeht, die Bewusstseins-Ära des Egos geht vorüber und da können sie sehr schwer Abschied nehmen und das ist sehr schmerzlich für diese Menschenwesen. Doch sie dürfen nicht vergessen, sie haben das eingewengelt und haben somit an diesem Spiel teilgenommen. Jedoch es wird jetzt Zeit zu gehen. Nach unserer Zeitrechnung im Jahre 2010 haben viele Menschen die Erde verlassen. Und das ist eine Zeit, wo, wie sagt sie, eine Schale, wo das Küken gereift ist, wo die Schale durchbrochen wird, wo sie ein anderes Erleben haben. Also wir merken, das Geldsystem ist am Zerfallen und mit ihr hängen diese Bewusstseine dran, die dem Materiellen entsprochen haben, die einen Zerfall nie erwartet hätten. Es
Nepekakanl oder Tuat. Ja, ihr fragt euch sicher, wie das vonstatten geht und wie dieses Bewusstsein, dass dieses nicht den Zerfall nicht bemerkt hat, es aufnehmen wird. Also es kommt ein sehr heißer Strom auf die Menschen, wo die menschlichen Körper zerfallen und verbrennen werden. Und das in mehr, also mehrfacher Hinsicht. Also zunächst mal das Runterwirtschaften des Körpers, das Körper aussaugen und körperleer machen. Viele von euch sind Schwämme, oder so Fleischschwämme, die einfach ausgesaugt worden sind. Also sie haben weder das Bewusstsein für eine Zelle noch für ein übergeordnetes Wesen, das sie lenkt und das sie denkt. Und die Heike Lalelelthomati kenne, hat ihm Mama gekreite. Hallo Eta, Oko. Apropos Schnapro, Lapo, Namaniki, Oyopana, Oshoikam, Polto, Etikanato, O Mama Ete. Also wir können es uns so vorstellen, es sind wie in mehrere Schachteln, die übereinander gestellt sind, sind menschliche Körper darauf vorbereitet worden. In jeder Schachtel befindet sich eine Stufe, die jedoch nicht erkennbar war. Und diese Menschen wissen nicht einmal, dass es etwas Höheres gibt, als das, was sie erfahren. Es ist so wie dieses mit dem Kochtopf oder mit dem Tellerrand, wenn sie darüber hinausschauen könnten, dann wäre es ihnen bewusst, jedoch für sie ist diese Welt so wie sie ist, völlig in Ordnung und normal. Und sie sind zu den weißen Medizinmännern gerannt und sie glaubten, sie könnten sie heilen. Aber das war nicht so, denn die Heilung kam von dem, dem höheren Selbst, dem Bewusstsein, diese ablehnten. Und es war wie ein Wirbel, oder es ist wie ein Wirbel, der jetzt durch die gesamte Erdbevölkerung geht. Es ist wie ein Virus. Die nicht verstehen und die ihrem Bewusstsein nicht angepasst sind, die werden alle in diesem Sog verbrannt, also werden vernichtet. Also bis zu einem gewissen Prozentsatz der Erde, der Erdbevölkerung, es wird genau ein Drittel sein, die dieses überstehen werden. Also sie werden
nicht sterben, sondern sie werden auf einer anderen Ebene genau das weiterleben, was sie erleben sollen, bis halt sie alle Schachteln da durchgegangen sind, wo bestimmte Aspekte drin sind. Also sie sagt, es ist wie eine Pyramide, jedoch es sind kleine Schubfächer drin, in denen praktisch Bewusstseinsebenen gespeichert sind. Und bist du in diese Bewusstseinsebene gewesen, kannst du zunächst und das andere Bewusstsein praktisch wird dir gegeben. Also es sind auch sehr viele Prüfungen, sagt sie. Diese Prüfungen, die wir unterlegen sind, oder diese menschlichen Bewusstseinsebenen, um sie zu erreichen, sind sehr, sehr fein sortiert. Und da geht es auch nicht, dass sich jemand irgendwie durchmogelt. Es muss erlebt werden, sagt sie. Piken ene tu in el atacan du goete schnappa. Heinum meine goete apu no moeti. Also es ist in 2010 nach unserer Rechnung ein Abschluss, dass keine Bewusstseinsschicht mehr in dieser Ebene erreicht wird. Also das ist jetzt beendet. Sie werden genau das weiterleben, was sie eingenommen haben an Gedanken und das, was sie erlebt, was sie gelesen und was sie erlebt und erfahren haben in der Vergangenheit, das wird weitergelebt. Jedoch nicht mehr in dieser Energie und nicht mehr auf dieser Erde. Also es ist eine Verabredung, die sie selbst getroffen haben, und es sind zwei Drittel, die diese Verabredung getroffen haben. Und das ist so wie ein Hineinwerfen in ein Meer, in ein Wasser, wo kein Land mehr ist. Und in diesem Wasser werden sie sich erleben, und das ist halt eine andere Energie. Also sie sagt, eine Entrückung der Erde, so wie wir sie kennen, das wurde in vielen Prophezeiungen praktisch vorausgesagt, und diese Entrückung werden sie erleben. Jedoch der Rest der Menschheit, der Rest der Menschheit, die dieses hier auf Erden erlebt, das ist eine große Zahl. Und die Erde wird um das 20-fach größere werden, als sie jetzt ist. Moshoko la pikanetu hainu makri kikara la komoto di kahataka. Und ein großer Schock wird auf die Erde kommen, dass alle Kriege mit einem Schlag beendet, dass alles, was nicht in Harmonie war, sofort beendet wird, ohne Gnade, ohne irgendeine Vorwarnung. Nur das ist der Weg, es schnell, möglichst schnell zu beenden, durch einen Schock. Und es wird alle Bewusstseinsebenen erreichen, und viele werden nicht wissen, um was es geht. Jedoch die meisten dieser Bewusstseinsebenen haben es bereits schon vorausgesagt.
Also der Wandel kommt sehr plötzlich und der Wandel beendet alles. Also es ist keine Regierung oder keine Macht, keine Erdmacht, die dieses beenden kann. Denn die meisten Bewusstseinsebenen befinden sich noch in Schichten, die dieses gar nicht zulassen würden, dass es beendet wird. Sie haben gut verdient und waren am Profit beteiligt. Und diese Bewusstseinsebenen sehen überhaupt keine Veranlassung, dass es sich etwas auf der Erde verändern soll. Denn sie haben bisher gut gelebt und das soll plötzlich vorbei sein. Das können sie nicht verstehen. So wie sie uns damals schon gesagt haben, so können keine Erdenheiler irgendwelche Menschen heilen. So wird dieses Spiel nicht beendet durch die Menschen, sondern durch eine Kraft, die viel stärker ist. Also von einem Tag auf den anderen kann es vorbei sein. Tikram loetamataka. Tipo ono lapine tukekeneta. Es werden bewusst sehr viele Menschen geschützt zurzeit, denn sie sind große Träger von Energien. Und diese Bewusstseinsträger, die hier auf der Erde schon sind, sind die Vorläufer oder beziehungsweise die Wegbereiter. Die Menschen, die auf dieser Erde verbleiben, die werden an einen Ort berufen, der noch nicht bekannt ist. Also wir werden uns alle zusammenfinden in einem geschützten Raum, in einer geschützten Hülle. Denn das, was kommt, wird sehr intensiv. Es werden Türme zusammenfallen, es werden Kirchen zusammenfallen, es werden Gebäude zusammenfallen, die nicht mehr der Realität der Menschen entsprechen. Die mit einem höheren Bewusstsein in dieser Welt überleben oder leben wollen. Also auch viele Institutionen werden nicht mehr existieren. Die auf Profit, auf Hass, auf Wut, auf die auf sehr tiefen Ebenen geschwungen haben. Es wird kein lautes Geschrei oder ein Gebrüll geben oder wie auch immer. Es wird mit einem Mal geschehen. Und das einzige Licht, das hier auf der Erde sein wird, das wird das Licht des Mondes sein. Alles andere wird nicht mehr existent. Also bevor etwas verändert werden kann, muss das Alte sich schließen. Es muss zurückgehen. Und dieses Schließen oder Zurückgehen bedeutet einen neuen Neuanfang. Wir würden es Sterben nennen. Und das ist ein ganz plötzliches Sterben, ein ganz plötzlicher Tod.
Hanatikai tlikinet amanioetoin tukapata lepoko eshenapo anatatikana. Es wird sich vieles verändern auf dieser Erde. Zunächst mal werden wir unser Tagesrhythmus verändern. Unsere Essensgewohnheiten werden sich verändern, da dieses nicht mehr vonnöten ist, dieses Materiefüllen ist nicht mehr vonnöten, denn das Essen, was wir zu uns nehmen, dient nicht mehr der Materie. Und es wird auch nicht mehr möglich sein, also Felder anzubauen oder Felder zu bestellen für die, die es aus Profitgier oder aus Eigennutz tun. Sogar dieses Jahr werden die Ernten kaputt gehen von Menschen, die es zum Eigennutz, also aus Gewinnsucht, betreiben. Und das wird viele Existenzen bedrohen. Und viele Menschen werden in dieser Zeit ohne etwas sein. Es wird nichts da sein. Sie spricht davon, von einem neuen Bewusstseinssprung, beziehungsweise von etwas, das schon mal stattgefunden hat. Jedoch, es wird nicht mehr so schrecklich enden, dass es zur vollkommenen Zerstörung oder zur fast vollkommenen Zerstörung der Menschheit führt. Es ist eine Trennung zwischen Mutter, Vater, Sohn, Tochter, in allen Bewusstseinsschienen, die stattfinden wird. Und es wird etwas sein, wo so gewaltig sein wird und doch so sanft. Sie sagt, an was werden sie es denn wohl merken, die Menschen? Ja, Mutter sagt, wenn sie merken, dass das Material keinen Wert mehr hat, wenn Geld keinen Wert mehr hat, wenn ihre Besitztümer keinen Wert mehr haben, denn sie werden alle an Wert verlieren. Und es wird durch alle Erdschichten gehen, dieser Rums, der da kommen wird. Und es wird viele Besitz zerstören. Und sie werden merken, dass sie auf Sand gebaut haben. Ganze Städte werden dem Erdboden gleich werden. Und es wird ein helles Licht auf dieser Erde werden und wir werden glauben, dass die Erde zerstört wird, jedoch es ist nicht so. Dieses helle Licht, das auf der Erde sein wird, das ist ein Licht der Reinigung. Amana
Also Erdölfelder und Wasserspeicherung und alles, was Elektrizität oder so angeht, das wird nicht mehr möglich sein. Loena Matikineta. Also wir werden mit dem Nötigsten versorgt, das heißt, für die, die praktisch diesen Wandel mitmachen, sie werden versorgt sein. Und es braucht keine Angst zu haben. Es passiert nichts, nichts Wirkliches, sagt sie. Jedoch, es ist auch wie ein Blick in etwas, was wir benutzen, nämlich den Fernsehen. Es ist wie ein Blick in die Vergangenheit, die manche Menschen sehen werden, aber keiner kann eingreifen oder behilflich sein. Es geht seinen Lauf, sagt sie. Und es wird ein sehr, sehr hoher Ton auf der Erde sein, also hörbar für uns Menschen, ein sehr hoher Ton, der immer höher wird. Und der viele verrückt machen wird. Und viele können es schon unbewusst wahrnehmen, diesen Ton. Und sie merken, wie sie schon verrückt werden, wo sie kein Konzept mehr haben. Und wir dürfen glauben oder wissen, dass diese politischen Systeme also sie spricht, diese politischen Systeme haben diesen Ton auch, also sie hören diesen Ton auch, jedoch sie können es nicht zuordnen und das, was sie denken oder das, was sie tun, das ist ohne Konzept und ohne Rückhalt. Und manche fragen sich, ob sie verrückt sind. Jedoch sie haben die Erkenntnis nicht, dass das, was sie tun, dem Wahnsinn gleichkommt, also einer Illusion, die nicht mehr gelebt werden kann. Und sie meinen, es wäre richtig. Und nichts wird mehr funktionieren. Alles das, was sie versuchen auf die Beine zu stellen, das hat überhaupt kein Fundament. Es wird in Erdboden versinken. Es wird genommen. Und so mancher wird jetzt eine Entscheidung treffen, die hätte er nie getroffen. Jedoch, es ist vorgesehen, diese Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidungen werden richtig sein, jedoch ihre Handlungen sind falsch. Und sie fragen sich, warum sie diese Entscheidung getroffen haben, wo ihr Ego-Bewusstsein diese Entscheidung gar nicht treffen wollte. Und ihr seht, dass sie auch keine unabhängigen Wesen sind, sondern dass sie auch zum großen Ganzen gehören und dass durch die Worte, die sie sprechen, große Dinge in Gang gesetzt werden.
Jedoch es folgen keine Taten. Also nicht von diesen Personen, sagt sie. Und das, sie wollen das auch nicht. Jedoch, sie geben etwas hinaus, was dienlich ist. Und sie warnen sogar Menschen vor, obwohl sie das gar nicht wollen. Dass Veränderung stattfinden wird und dass die Veränderungen sehr rasch stattfinden werden. Und im Radio und im Fernsehen werden sie es berichten, dass Veränderungen stattfinden und das bald. Und sie werden sich fragen, wer dieses in Auftrag gegeben hat, über dieses öffentliche Medium das zu sprechen. Und sie verstehen sich selbst nicht mehr, dass sie dieses ihr eigenes System am Sabotieren sind. Also nichts wird mehr funktionieren, es wird keine wesentlichen Errungenschaften mehr geben, was das Materielle angeht. Denn die Errungenschaften, die diese Menschheit jetzt macht, sind schon, also existieren bereits. Und da ist es so, plötzlich kommt der Tag und es ist so wie ein Tuch, das von einer Statue gezogen wird und alle fragen sich, wie sie dahin gekommen ist und wer sie gemacht hat. Und die meisten Schätze, die sind noch gar nicht gefunden auf dieser Erde, die sind so gewaltig, die wir jetzt erst entdecken werden, Schätze von unvorstellbarem Wert für die jetzige Menschheit, die verborgen geblieben sind, bis die Glocke gerufen hat, bis das Lied erklungen ist. Und das Energieproblem ist mit einem Male gelöst. Also das ist das Reinigen der Seen und der Meere, der Urmeere und der Seen, die zuerst stattfinden wird. Und dann die Versiegelung des Bodens, das nichts mehr zulässt, aus der Erde zu holen. Es gehört das alles den Menschen, was auf der Erde ist. Jedoch unter der Erde, das ist ein Reich für sich, das verschlossen wird. Jedoch es werden uns viele Dinge aus diesem Reich gegeben. Also nur so können die Wunden der Erde heilen, um den Menschen den Zugang zu verweigern in die Tiefe der Erde zu gehen. Also im Jahre 2012 sind wir 9 Milliarden Menschen, sagt sie, und ein Drittel wird dieses überleben, das sind 3 Milliarden, und die Erde wird um das 20-fach größer. Und da, wo Felder jetzt sind, werden Urwälder wieder sein. Die Erde wird wieder fruchtbar. Die Erde hängt zurzeit, wie wir es sagen, am Tropf.
Und sie ist vergiftet und verunreinigt worden. Und es hat keiner eine Entscheidung, also kein menschliches Wesen, eine Entscheidung getroffen, dass dem Einhalt geboten wird. Ganz im Gegenteil. Und daher ist es auch nicht von einem Menschen abhängig, dass der Wandel stattfindet, sondern dieser kommt aus einer anderen Ebene. Ein Ton und ein Feuer und ein Licht, hat sie gesagt. Und manche Menschen werden sich woanders wiederfinden. Sie werden die Augen öffnen und sie werden woanders sein. Also so etwas wie ein Paradies, das sie sich selbst erschaffen haben. Also Zahlen und Buchstaben werden ohne Bedeutung werden für die Menschen. Und wir werden alle dieselbe Sprache sprechen, dieses Ottika Ernanaiti. Also alles, was wir an Daten gespeichert haben, wird weg sein. Alles, was wir aufgeschrieben haben, wird weg sein. Es ist nicht mehr vonnöten, es ist nicht mehr Existenz. Und Schulen in diesem Sinne wird es auch nicht mehr geben, nicht einmal für unsere Kinder und Kindeskinder, denn wir werden wieder unsere Kinder selber lehren. Jedoch in anderen Kategorien, in anderen Weisheiten. Ein Bewusstsein, das mit dieser Energie, in der wir uns gerade befinden, Kinder lehren möchte, das ist der falsche Weg und das wird unterbunden. Es wird kein Schulsystem mehr geben in diesem Sinne. Und Großfamilien wird es wieder geben, wo die Kinder zu Hause zur Welt kommen und die Frauen keine Schmerzen mehr bei der Geburt haben. Unser ganzes sexuelles Verhalten wird sich nicht mehr auf die tierischen Ebenen begeben, auf die primitiven Ebenen. Also Vereinigungen werden stattfinden, jedoch aus anderen Beweggründen, als das sexuelle Verlangen zu stimulieren oder zu erzeugen. Und das bedeutet, dass sich die menschlichen Körper auch in dem Maße verändern werden. Das wird allmählich geschehen. Und das ist ein kraftvoller Akt, den jeder Einzelne, das ist der nächste Schritt, den jeder Einzelne bewusst wahrnehmen wird, dass sich der Körper verändert.
Und das ist eine Vorstufe für die lichte Nahrung, um sie aufzunehmen, dass sich die Körper verändern. Sie spricht von einzelnen Hautfarben, die jetzt existent auf der Erde sind, die unter die Menschenrassen unterscheiden. Jedoch dieses wird nicht mehr in diesem Maße stattfinden, denn es werden Vereinigungen stattfinden mit Wesen, die sich vorher noch nie gesehen oder berührt oder gekannt haben. Es wird nach anderen Gesichtspunkten für uns die Auswahl getroffen der Zeugung, nämlich nach Bewusstseinsgesichtspunkten. Und es können nur die Zeugen, die ein hohes Bewusstsein in sich tragen. Also es findet eine subtile Regelung statt, um das Gleichgewicht auf der Erde diesmal zu halten und zu stabilisieren, um dieses in Gang zu setzen. Das Miteinander bedarf es einer besonderen Form der Bewusstseinsanpassung. Und nicht so wie die Tiere oder wie sie hat jetzt ein anderes Wort gesagt. Sie sagte wie die Ochsen. Es ist etwas, was in unserem tiefsten Inneren schon etabliert ist. Etwas, was du ganz besonders du, der ein Bewusstsein in sich trägt, der Menschheit geben möchte. Und das wird er geben durch eine Wiedervereinigung mit einem anderen Wesen, das dadurch zum Ausdruck kommt. Also es ist ein Sprung, ein Evolutionssprung, den du da zeugen wirst. Und es wird eine Bewusstseinsebene nach der anderen jetzt weit gemacht und es wird noch mehr Es wird noch mehr die Familie im Vordergrund stehen, gerade in der nächsten Zeit. Denn unsere Kinder werden nicht mehr zur Schule gehen. Und wir werden wieder anfangen, unsere Kinder selbst zu unterrichten. Wir werden wieder anfangen, an den häuslichen Arbeiten die Kinder heranzuführen. Das heißt, Garten, Pflanzen- und Faunakulturen werden sie besser zu schätzen wissen, indem sie mit der Erde, mit der Mutter arbeiten. Und es wird viele Früchte geben in der nächsten Zeit auf dieser Erde, die wir noch nie gesehen haben, die für uns selbst eine unglaubliche
Kraft, Kraft und Energie in sich tragen. Und das ist wichtig, sagt sie, denn da in diesen Früchten wird ein besonderer Saft sein. Die körperliche Veränderung herbeiführen wird. Aber sie sagt, es kann momentan noch nicht stattfinden, denn diese Früchte können auf diesem Boden, so wie sie wir ihn jetzt haben, können diese Dinge nicht wachsen. Also sie sagt, die Erde ist vergiftet und das, was in Informationen in der Erde selbst drin ist, das kann so nicht weitergegeben werden. Und darum findet eine komplette Reinigung statt. Also es werden keine Flugzeuge mehr fliegen, es werden keine Schiffe mehr fahren auf den Weltmeeren, es werden keine Autos mehr fahren, es werden Energiefelder abgestellt, die auf Erdbasis gearbeitet haben, also Ausbeutung der Erde. Also es werden auch keine Wesen da sein, die dieses bewegen können. Also sie spricht, wir haben Errungenschaften gemacht, die Menschheit, also Entdeckungen und bestimmt technische Errungenschaften, jedoch diese sind ohne Wert, sagt sie. Und sie spricht auch von Energien, die nicht mehr existent sind, und das Materielle wird zerfallen, weil die Energie nicht mehr da ist. Hanu onomohotiken ali kenete titishinapa alana kanat kenete. Das, was wir in der Zukunft erfinden oder das, was die Menschheit in Zukunft hervorbringen wird, das ist mit sehr, sehr, sehr viel Bewusstsein und Geist gemacht. Und das, was bisher also produziert worden ist, ist nicht mit Bewusstsein und auch nicht mit Geist gemacht. Also es hat mehr dem Materiellen gedient und es hat mehr in dieser Energie mehr Sinn gehabt. Aber diesen Sinn, den wird es verlieren. Es gibt dafür keinen Grund mehr, das so herzustellen. In dieser Energie geht das nicht mehr. Und es wird keinen plötzlichen Sturmausfall oder irgend sowas geben, denn diese Errungenschaften, die für uns bereitstehen, werden alles übernehmen. Und dazu trägt es bei, dass wir Menschen eine Entdeckung machen werden, die die Erde für uns bereithält, die das gesamte Energieproblem mit einem Schlag lösen wird. Und da sind ein paar Menschen, die sind Bewusstseinsträger von diesem Wissen und sie werden jetzt erst also aktiviert, dieses bekannt zu geben. Und
Und könnt ihr euch vorstellen, dass es ohne Atomkraft oder ohne Fremdenergie etwas bewegt? Oder die Schenap Elekeke Netitika. Und sie sagte, das Elektrische, was wir brauchen, ist momentan also die treibende Kraft, um unsere technischen Errungenschaften praktisch in Gang zu halten. Also sie sagt, wenn der Wandel stattgefunden hat, dann wird keiner mehr frieren und keiner wird hungern müssen. Denn es ist alles in reicher Zahl schon da. Und es wird eine gleichbleibende Energie auf der Erde sein. Und es werden viele Dinge einfach nicht stattfinden, die die Menschheit sich ausgedacht hat. Also zunächst mal ist es so, dass wir mehr Land haben werden als Wasser. Also, wir müssen uns das so vorstellen, wenn man einen Luftballon aufbläst, also zuerst meint man, der Luftballon, man kann ihn nicht weiter aufblasen. Und wir sehen das als Endresultat, wenn wir so einen Luftballon aufblasen. Und plötzlich stellen wir fest, dass etwas aus dem Inneren der Erde kommt, was die Erde noch viel größer machen wird und dass das nur ein kleines Stadium ist, in der sich die Erde befunden hat. Dass sich die Planeten und Gestirne verändern werden und dadurch die Erde es so aussehen wird, als ob sie zerfallen würde. Jedoch, das ist nicht so. Sie schafft einfach mehr Raum. Und das erkennen wir schon, wenn wir unsere Pole anschauen, Nordpol und Südpol. Dass plötzlich also Land erscheint, wo keines war, wo plötzlich Flächen entstehen, die, wo man nicht gedacht hat, dass sie jemals bewachsen werden können. Ob wir uns vorstellen können, dass am Nordpol Palmen wachsen könnten oder andere Pflanzen und dass es da eine Tierwelt gibt, die wir noch nie gesehen haben. Oder die da. Und Pflanzenwelt, sagt sie auch, und und Fischbestände, die wir noch nie gesehen haben. Und kein Mensch wird mehr irgendein Tier essen oder irgendetwas anders, denn das ist, wird nicht mehr angenommen als Nahrung. Also wir werden mit ganz wenig Nahrung satt werden und die Körper werden sich dem auch also diese Veränderung werden die Körper mitmachen. Also sie sagte, was unsere Füße und unsere Hände betrifft, es waren bisher unsere Hauptwerkzeuge, um Dinge zu verändern. Also
Apo-on-no-monete. Und sie haben auch sehr viel Energie verbraucht, sagt sie, um Veränderungen herbeizuführen. Jedoch das, was geschehen wird, das ist eine Veränderung, die werden nicht mehr Menschen bewegen. Also das wird nicht mehr von Menschenhand gemacht. Hohonopo onatidia natalati genatato hanum monohetiniditi. Ohonolopoikana. Also es wird auch sehr viel Energiestoff von unseren Körpern genommen, wenn manchmal fühlen sich wir etwas schlapp und etwas ausgelaucht und so. Jedoch, das ist umstellungsbedingt, gerade in der jetzigen Zeit, wo ganz viele Energien, ganz ausgesuchte Energien die Menschheit betreffen, auf die Erde gesandt werden. Das ist so ähnlich wie eine Lähmung in uns hervorrufen wird. Also sie sagt, unsere Muskeln werden sich zurückbilden, etwas. Es braucht keine kraftvolle Arbeit mehr getan werden. Es wird weniger auf diese Körperebene, auf dieser materiellen Ebene wird weniger ablaufen. Deswegen werden sich die Körper etwas umstellen. Kram, loine pakkenet, lipika namatikenete. Also die körperliche Arbeit wird weniger werden. Das, was geschehen wird, wird durch den Geist geschehen. Und du hast deinen Körper zum Vergnügen und nicht zum Arbeiten, sagt die Mutter. Also unsere Hauptaufgabe wird es sein, unsere Mutter und Vater und Kinder zu lehren und wahrzunehmen und das, was sie in sich tragen, in uns aufzunehmen. Also sie sagt, wir merken es in der heutigen Zeit schon, dass vieles auf Berührung schon funktioniert. Es gibt heute Bildschirme, sagt sie, da tippt man nur auf den Bildschirm und das dementsprechende Programm wird sich öffnen und die dementsprechende Information bekommt man nur durch Berührung. Und das ist die Zukunft, sagt sie, dass wir es nicht mehr tun durch unsere Materie, sondern dass es durch den Geist berührt wird und es wird öffnen und es wird dir Zugang verschaffen für das, was du wissen sollst oder was du brauchst. Hoto oho no pe liki kanate titi tinate shinata. Ho no pe henateke. Lilini limitike metitlotuko. Und die ganzen Giftlabore, sagt sie, werden alle geschlossen. Und es werden alle diese Dinge geschlossen, die einen materiellen Schaden hervorgerufen haben in unserem Bewusstsein und in dieser schweren Erddichte. Das geht nicht mehr. Das ist eine Energie, die keinen Boden hat. Und sie sagt, alles, was hinter dem Komma stand, sozusagen, war ja für uns nicht so wichtig.
Doch jetzt wird alles wichtig werden, was an kleinsten Energien gesehen wird. Auch das Kleinste in dir wird seinen Stellenwert haben. Und das ist wichtig, dass das Kleinste wieder gesehen wird in dir. Und du wirst die Zelle ehren wie, die, wie diese Erde. Hatu koe kan lipi kenet duit kanata di geneto. Hama aloita hati me tele tuko ashina poele tikete. Denn das Kleinste ist das, was letztendlich das Licht trägt. Es ist nicht das Große, sagt sie, was das Licht speichert. Es ist die Zelle, das Kleinste, das jetzt Beachtung findet. Atichina um Motto Hana eleke kene alipititikata kotitichina pataka. Hanumato. Und mit dem Kleinsten wirst du das Größte vollbringen, sagt die Mutter. Es ist etwas, was du dir vielleicht überhaupt noch nicht ausdenken kannst, was du durch das Kleinste erschaffen wirst. Das Kleinste, das der Mensch kennt, oder das Geringste, was der Mensch kennt, ist der Gedanke. Hati no ko, hatana kreke ne liki kinete, hatutushin paka. Also sie sagt, wir sollen uns das so vorstellen, es sitzt ein Mensch in einer Pyramide und dieser Mensch denkt für alle Menschen. Zum Wohle aller, zum Wohle der ganzen Erde. Lapana, Lapana ato atikana lakakekena shetikana. Und sie sagt, warum bist es nicht du, der zum Wohle aller denkt? Und dieses Denken, das zum allerbesten Denken für alle, das ist letztendlich das Kleinste, was du tun wirst. Atutishishtuhotomaka. Und es wird so große Auswirkungen haben auf das Gesamte. Prakke enetliki genetitika natuata kanata. Homoeti lama likueta lemeke lokoe shititiata kenetuko. Und es ist eine besondere Liebesherzensenergie, die dieses hervorbringen wird. Und es ist so etwas wie ein Einstimmen auf das, das der Allgemeinheit dienen wird. Ne leke apana, legneke apama ono ka lapa tikana po oshnika, leineke litika hatum lamata. Also jeder wird die Sprache der Mutter sprechen und der andere wird es verstehen, das Wort, das er spricht. Es ist nichts mehr verdreht oder verwirrt oder nicht verständlich für den anderen. Denn das Wort, das gesprochen wird, wird eine Klarheit und eine Kraft haben, die alles verändert für die gesamte Menschheit. La po anatitika natikala da toita. Und zunächst mal wird es keine Regierung geben, denn die Regierung, das was wir so als Regierung bezeichnen, das wird jeder für sich sein. Elikike ana metitische namata halatikeneteto. Also wir werden nach den Gesetzmäßigkeiten der Mutter Erde leben. Und dafür bedarf es keine Instanz, die über uns steht. Das wird wegfallen. Lapo ono poene tika kate tishina poota. Lepe ete tishina po lino moto. Lika kakano poene te.
Also sie sagt, es ist so etwas wie ein Spiegel, so ein Parabolspiegel, so wie wir als Satzschüssel vielleicht haben, um es vielleicht euch besser, dass ihr jetzt mal das Bild habt, da wo alle Gedanken gefangen, also aufgenommen werden, so aufgesogen werden. Tikana. Also es ist eine zentrale Stelle, wo unsere gesamten Gedanken aufgefangen werden. Und aus diesen Gedanken, die da aufgenommen werden, kreiert sich unsere Zukunft, die Menschheit wird sich daraus kreieren. Also, ich habe jetzt die Mutter Erde gefragt, was denn dieser Spiegel darstellt, den sie uns gesagt hat, wo alles zusammenfließt, was es denn ist. Also der Spiegel, sie sagt, sind unsere Kinder. Unsere Kinder werden uns dorthin bringen oder uns eine Weisung geben, die sehr wohl klarer und freier ist als das, was wir sie als Erwachsenen je zum Ausdruck bringen können. Und die Kinder werden uns den Weg zeigen, sagt sie. Also in einem freien Raum, in einem freies Bewusstsein. Und darum werden wir also auch Kinder zeugen, um neues Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Und sie tragen das gesamte Denken der Menschheit schon in sich. Und das, was wir anzapfen, das werden sie zum Ausdruck bringen. Also was unser Wunsch ist, werden sie Realität werden lassen. Und können wir uns vorstellen, dass wir Regierungen in Anführungszeichen haben werden, die von Kindern besetzt sind, von Kinderseelen? Also es können keine Erwachsenen sein, denn dafür ist es nicht klar genug, es ist nicht rein genug, die Informationen. Also unsere kommende Regierung werden Kinder sein. Lape haka no koko shidina takana. Das sind sehr junge Menschen, die mit einem sehr hohen Bewusstsein das Geschehen auf der Erde mit steuern werden. Also in Zusammenarbeit oder in Zusammenkunft mit Älteren, jedoch die Jüngeren haben das Sagen. Weil sie auch einen anderen Bewusstseinsstand haben, als dass wir es je haben werden. Also sie spricht von Bewusstseinsverseuchung, was wir zurzeit haben. Also Geistesverseuchung haben wir. Hana
Und sie sagt, es werden Menschen auf der Erde plötzlich das Sagen haben, die ganz klein sind, also unbedeutend waren. Also Menschen, die wie du und ich zunächst mal ganz normal gelebt haben, die werden plötzlich das Sagen haben auf dieser Erde. Bis neue Menschen folgen werden. Und die Regierungen werden immer jünger werden. Also keine Alten, sondern Junge werden in der Regierung sein. Und bis zu diesem Übergang sind es Menschen wie du und ich, die plötzlich als Bewusstseinsträger anerkannt werden, als Evolutionsführer, Und sie werden in Liebe und Weisheit, werden sie uns geleiten aus dieser Ebene hinaus. Also es wird aus allen Hautfarben der Menschen werden diese das, was wir heute Regierung nennen, werden zusammengestellt sein. Also es gibt weiße, schwarze, gelbe und noch andere Rassen mit verschiedenen Charakterzügen, Eigenschaften, Wissensständen und so, die alle zusammen an einem Tisch sitzen werden und sich beraten über das Geschehen auf der Erde. Und da fließt ganz viel Energie ein von dem, was unsere Kinder hervorbringen werden. Also sie sagt auch, dass es eine besondere Schule ist für die Kinder. Also sie werden besonders geschult werden, gerade in einer Zeit, wo dieses Schulsystem, das wo wir also hier kennen, nicht mehr existent sein wird. Sie werden ganz viel Wissen schon mitbringen und das, was sie zu lernen haben, wird die Oma, der Opa und die Eltern des Kindes werden sie auf den Weg bringen, jedoch von ihnen heraus, da äußere Einflüsse keinen Einfluss mehr haben, wird dieses aufgelöst werden, dieses Dichte. Diese dichte Energie wird durch diese Kinder aufgelöst werden. Und es wird ein unglaublicher Frieden sein und ein Lachen auf dieser Erde. Und das wird reine Freude für die Menschen sein, die auf dieser Erde leben werden, denn sie können sich das erste Mal als sich selbst erfahren. Und es wird nicht mehr Einzelbehausung geben, sondern zentrale Zusammenkünfte, wenn die Menschen das wollen, wo sie zusammen auch ein Glücksmoment, ein Spaß erleben und ganz viel Liebe, spricht die Mutter. Und die Menschen,
Die Menschen werden nicht mehr da sein zum Arbeiten, sondern sie werden da sein, um Bewusstsein weiter zu lehren und zu schulen für die, die danach kommen, mit einem eigenen, Energiefeld um sich herum. Sie werden nicht mehr in Institutionen gehen und da etwas lernen oder lehren müssen, sondern sie werden ein Energiefeld um sich herum aufbauen, wo Menschen zusammenkommen in eine Lerngemeinschaft. Und der Hauptteil der Zukunft der Menschen wird daran liegen, sich zu erfahren in einem in einem Bewusstseinsfeld, wenn sie reinkommen, dass diese Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwirklichen und diese Künste, die sie aus sich hervorbringen, werden ganz andere sein. Sie werden auch an ganz anderen Dingen Spaß haben, als das, was wir heute als Spaß bezeichnen. Kannst du dir vorstellen, sagt die Mutter, dass du wieder Spaß haben wirst, in Sand eine Sonne zu zeichnen und darüber zu lachen, wenn du ihr so ein bisschen die Bäckchen anmalst oder du gehst wieder raus auf die Straße und springst wieder rum, so wie das früher war, mit Kästchenhupfen und Gummitwist. Und du hast wieder Spaß an den einfachen Dingen, ohne kompliziert zu werden. Und du kannst es dir vielleicht heute noch nicht vorstellen, dass du wieder in die Natur gehst und einfach da ein oder zwei oder mehrere Tage bist, ohne dass es dich friert, ohne dass du Angst hast, ohne dass du dass dir etwas abgeht. Und diese Zeit wird kommen, wo du einfach in der Natur bist, im Wald oder irgendwo, und dazugehörst. Und ein Reh steht neben dir und ein Hase und du schaust es an und es ist so, als ob ihr euch kennen würdet. Und das wird die Zeit sein, die wir auch den großen Wandel nennen, wo wir alle wieder erkennen, dass wir eins sind, dass diese Kraft die Kraft des einen ist, wo sich alles Leben verträgt. Und sie sagt, wo wir nicht mehr Täter und Opfer sind. Heute die Schinapa, Ledika, weil es das nicht mehr braucht, sagt sie. Und keine Pflanze wird vor dir Angst haben, dass du sie köpfen tust oder dass du ihr etwas zu Leide tust. Denn das, was kommen wird, wird dich frei machen von Genusssucht oder Habsucht oder was es auch immer ist. Es wird dich einfach befreien und du wirst locker werden. Und dafür sorgt die Mutter, dass sie dich ernährt. Und du brauchst dich um nichts zu sorgen. Jedoch, sie sagt auch, es ist jetzt Zeit für sie, jetzt dieses vorzubereiten. Napa, kaka, napa, lepine, kata.
Also sie sagt, im Bewusstsein bleiben, im Sein sein. Und hier, lebetike, keine Angst zu haben für das, was kommen wird, ist die beste Voraussetzung. Um diesen Übergang schadlos zu gehen oder ja, oder zu überstehen, sagt sie. Und für viele, sagt sie, ist es ein Einschlafen und es ist ein Wachwerden und es ist vollbracht. Also es geht ziemlich schnell, sagt sie. Pakarete tanat obait lipete. Und es ist ohne Vorwarnung und ohne Kompromisse. Dir tikan lepe. Tikan lepe anotokoeta. Lipika leto lekepetineta. Also es ist jetzt dreimal gesagt. Es geht schnell. Es ist nicht von Mensch gemacht, was passieren wird. Es ist eine Energie, die wird auf der Erde sein und sie wird alles verändern. Das hat sie dreimal jetzt gesagt. Und dazu bedarf es keiner Vorbereitung. Darauf kann sich kein Mensch vorbereiten. Es passiert sehr schnell. Was dort geschehen wird, wird sehr schnell geschehen. Sie sagt, es ist ein weiter Weg für manche. Doch für manche ist es auch wie ein kleiner Sprung. Und sie wünscht dir auf deinem Weg, dass du diese Frucht des Verstandes oder des Geistes, nicht Verstand, des Geistes weitergibst. Also die Frucht des Geistes weitergeben, das ist das, was in Zukunft also Nährwert haben wird. Oh, onat tu holopo etiganata. Also es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Erleben, Bewusstsein. Und du brauchst keine Angst haben für das, was kommen wird. Es geht sehr, sehr schnell. To lapaka anomo atei lapashite. Für heute segnet sie uns. Sie freut sich auf unsere Wiederkommen, auf unser Bewusstsein, das sich noch mehr mit uns vereinen wird, als das, was sie bisher erlebt haben. Und dass das Bewusstsein eins wird mit dem Geist. Das ist ihr Weg mit uns zusammen. Und darum segnet sie uns. Sie wünschen uns eine gesegnete Zeit und wir sollen sie in unserem Herzen eingehen lassen. Auch das, was sie gesagt hat, es ist von großer Güte. Sie sagt, für diesen Energie, für dieses Energiefeld, in das du dich jetzt gerade befindest, wäre es gut, ein Licht oder eine Kerze zu zünden. Und sie wünscht uns Frieden und Ruhe. Oh, Tishyamata.
Und sie sagt, bis zum nächsten Mal, eure Mutter. Und ich würde sagen, ich mache jetzt ein bisschen Musik und mir laufen jetzt die Tränen, aber mein Gott. Bis gleich, meine Lieben.